Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist am Start auf der YouTuber-Insel, aber heute mit etwas traurigeren Nachrichten, denn ihr habt es mir so oft geschrieben, unter allen Videos, unter allen Shorts, alles drum und dran. Ich soll den Alpha-Clan verlassen. Hier steht der Tower und das werde ich jetzt heute auch machen. Timmy und Lofty sind tatsächlich auch gerade online, wie ich sehen kann. Ich werde das denen auch gleich noch sagen, aber ihr habt einfach recht. Der Alpha-Clan ist einfach, es ist es einfach nicht das Wahre. Und ja, ich werde auf jeden Fall meinen Frieden schließen und das alles hinter mir lassen mit dem ganzen Alpha-Clan. Das macht ja alles gar keinen Sinn. Kann man mal kurz hier sagen, wie krass eigentlich hier meine Insel ausschaut, wie man da hinten das Unheil 5 im Hintergrund sieht. Sieht doch richtig nice aus, Alter. Lass ein Like dafür da. Jedenfalls habe ich auf jeden Fall nachgedacht. Ich bin auf die Insel gekommen und habe einfach Unheil gestiftet. Im Namen vom Alpha-Clan. Und das, obwohl wir das 6. Unheil mit Timmy Beule, damals noch Hahnling, er ist leider verschollen, auf die Insel gekommen sind und der Alpha-Clan sich uns angeschlossen hat, aber man uns immer nachgesagt hat, dass wir zum Alpha-Clan gehören. Also war das ja schon mal nicht das Beste, was man tun konnte. Auf einmal hieß es, ich bin im Alpha-Clan. Und wir haben im Namen des Alpha-Clans sehr viel Unheil gestiftet. Sei es, dass ich den Friedenstempel von Reini gesprengt habe. Weißt du, ich gebe dir ein ganz großes Versprechen, dass es lieber was ist ein Versprechen? Oh mein Gott! Ey! Oder die Toilettenkrieger-Base von den ganzen Toilettenkriegern gesprengt habe. Oh mein Gott! Und die jetzt ihren Clan deswegen aufgelöst haben. Oder da hinten in diesem Gefängnis, das wir Amir festgenommen haben für 2 Tage. All das im Namen von Alpha-Clan. Und deswegen will ich vom Alpha-Clan mich lösen. Und ich gehe jetzt einfach mal zum Alpha-Tower und schau mal, ob da Timmy ist und Lofty. Ey, Timmy, Lofty, ich muss noch ganz kurz mit euch was bequatschen. Was denn? Und zwar, ich verlasse den Alpha-Clan. Ja, ich weiß, für die Höllenkrieger. Für die Höllenkrieger, genau richtig! Ja! Ja, wir sind die Höllenkrieger nämlich ab jetzt! Höllenkrieger! Ey, Sitestik, hör auf zu nerven jetzt! Und Sitestik, hau ab, Alter! Du bist bei dem Höllenkrieger-Grund nicht erwünscht! Deine Freundin richtig gut behandelt wird und wie sie glücklich ist, ey! Und ich hoffe, dass du damit klarkommst, Junge! Recht mit dir, Junge! Oh, der nervt übertrieben! Komm, Jungs, ich hab, glaube ich, eine Idee, wo wirklich Sue sein könnte. Aber dazu müssen wir zum Unheil 0 gehen. Also bei Unheil 0 soll er sein? Ja, wir reden ganz friedlich mit Sue. Ja. Und das ist eigentlich auch neutraler Boden, weil da ist ja kein PvP aktiviert. Das heißt, der kann uns da sowieso keine Falle stellen. Also eigentlich alles easy, Bro. Wir können mit dem da ganz normal quatschen. Oh, du hast recht. Das kann niemand Faxen machen eigentlich. Auf zu Sue, Alter! Zur Festung von Tobi! Und ist da jemand? Sue! Sue, Junge, ist da jemand? Safe, der versteckt sich irgendwo. Aber hier kann man auch nicht abbauen. Bro, man kann echt nicht abbauen, Bro. Kann man PvP Meinst du, der ist... Nein, PvP geht auch nicht, guck. Okay. Geht nichts. Meinst du, der ist da drin? Aber da drin geht halt PvP, da kann halt die Falle gestellt haben. Ja, okay, dann müssen wir uns ausrüsten. Ja, safe. Hast du Totem? Ich hab Totem, ich hab noch 6 Goldäpfel, hast du auch noch? Ich hab 10. Wo ist Lofty? Okay. Wo bleibt der? Warte, ich guck schnell. Wo ist Lofty? Lofty, Son! Lofty, wo bist du? Ja. Alles gut bei dir? Okay, Lofty ist hier. Los, komm. Ich will, dass Sumi gratuliert zu meiner neuen Freundin, die ich bald heiraten werde. Der soll das respektieren, Alter. Haha, lasst euch ausrüsten. Nicht mehr in die Tür reingehen. Seid ihr alle ausgerüstet? Wir haben alles, okay, jeder hat Totem, jeder hat Goldapfel. Ich esse auch noch einen. Sehr gut. Alter, und jetzt? Hast du Goldäpfel, Lofty? Ja, perfekt. Und jetzt sind wir vorbereitet, Alter. Höllenkrieger! Wir gehen rein! Krieger! Hey! Oh mein Gott, Krieger! Was ist hier los? Alter! Sjoman! Wir dachten, du stellst uns hier eine Falle. Was machst du hier? Alter, war das laut. Was wollt ihr von mir? Was wir von dir wollen? Wir wussten, dass du hier bist. Hast du schon die Lösung für dieses Unheil? Guck mal, auch wenn ich die Lösung hätte, ich würde das natürlich nicht euch direkt als erstes erzählen. Auch wenn wir jetzt vielleicht zusammenhalten sollten, würde ich das nicht direkt euch das erzählen. Halt doch mal stehen! Ja, ich will nicht stehen bleiben. Warum kommt ihr so nach? Leg das Hütchen aus der Hand, weißt du, wie respektlos das ist? Ja, alles gut.
Leg so die Hühnchen aus der Hand. Ja, ja, erstmal möchte ich, dass du mir gratulierst. Gut. Weißt du schon, zu was du mir gratulieren sollst? Was soll ich dir gratulieren? Ja? Wegen dir war ich im Gefängnis 4 Tage. Lass mal die Sachen beiseite, Junge. Ich hab bald eine Frau an meiner Seite. Und da solltest du mir gratulieren. Ja! Das haben nämlich schon andere Mitglieder von dir gemacht. Geburtstag und so. Was für Geburtstag? Warum? Man sagt eine gute Zukunft wünscht man sich, ey. Richtig. Ja, gute Zukunft. Wer denn? Du und wer überhaupt? Moni, Junge. Ich und Moni sind halt jetzt ein Paar. Pink und Pink halt. Moni ist doch mit Zitastic, oder nicht? Mit Sticks? Nein, sie hat sich getrennt von ihm. Sie hat keine Lust auf ihn, weil er nicht Mann genug ist, ey. Richtig. Der kann sich selber nicht mehr beschützen, verstehst du? Er wurde nur gefriendzoned, Alter. Timmy, bist du verliebt? Zieh mal deine Rüstung kurz mal aus. Weißt du jetzt, am Ende greifst du mich an, Junge. Jo. Ich weiß ja nicht. Ich sag euch ehrlich, also ich hätte wirklich alle Gründe, euch alle fertig zu machen. Ich warte auch nur auf diesen Tag, wenn das Unheil 0 vorbei ist, dann greife ich euch sowas von an. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, dass wir zusammenhalten sollen. Und das sollten wir wirklich machen. Ja, ich hab mich extra schick angezogen. Digga, wie siehst du denn aus? Ja, das ist der Anzug, den ich Moni geklärt hab, Junge. Bam! Ja, das war richtig gut, Alter. Nicht mal die Kraft der Freundschaft oder so hat irgendwie dazu beigetragen, dass du dich veränderst. Aber wenn die Macht der Liebe dich ändert und du wieder normal wirst und auch diese zwei Kollegen... Er ist normal! Du siehst, dass sie auch normal werden. Nein, sie wird eine Höllenkriegerin, ey. Sie wird eine Höllenkriegerin und wird herrschen über die ganze YouTuber-Insel. Mit mir an der Seite, Alter. Richtig! Eine Höllenkrieger-Flagge sein, Alter. Und jeder muss höchstwieder Steuern zahlen, Alter. Ja, Mann. Richtig. So sieht's aus. Und warum nennt ihr uns eigentlich nicht normal, Alter? Wir sind die normalsten hier. Nein. Ja. Hast du schon deine höchstwieder Steuern gezahlt, Ziu? Richtig. Jungs, wo sind die eigentlich? Ihr denkt noch die ganze Zeit an Höllenkrieger, Möllenkrieger. Was für Höllenkrieger? Bro, die Höllenkrieger. Kommt mal mit, Jungs. Checkt ihr, was unser Problem ist? Diese Riesenwand auf der linken Seite. Und dahinter befindet sich bestimmt irgend so ein Riesenboss. Ja, ich weiß, was das kann ja sein, Alter. Ich hab's schon gesehen. Man kann da nicht aber gerade fällt Ziu nichts anderes ein, als uns zu sagen, dass er uns fertig machen will beim Nullten Unheil. Richtig, das macht gar keinen Sinn. Ich weiß, warum drohst du uns bei so einem Moment eigentlich? Ja, eine Arena, wo wir vielleicht eventuell down gehen, weil wir eh keinen Zusammenhalt hier haben. Nix haben wir. Ach so, wenn da so ein großes Monster wäre, hätte man da schon längst was gehört. Man hätte Schreie hören und so. Aber du hast einfach den nichts hinbekommen. Kannst du das aktivieren oder so? Schon mal daran gedacht? Ja, indem man dich aufschlitzt, Junge. Oh, wir opfern dich einfach. Was hältst du davon? Vielleicht hätten wir einfach Stuart vermissen. Dann hätte es funktioniert, Mann. Verstehst du? Wir kleben einfach deinen Kopf an die Wand da. Ziu, alles gut, weißt du was? Ich habe eine Frage an deine zwei Handlanger. Ja, was für Handlanger, Junge? Hühnchenkopf, Larry und Timmy. Wer da wahrscheinlich zu lange gebadet hat und seine Augen... Was wirst du eigentlich so respektlos Timmy, jetzt so auf einmal? Handlanger hier? Nee, aber stell mal deine Frage, Ziu, hä? Ich will von euch beiden wissen, warum ihr das einfach durchgegangen habt. Dass Timmy mich einfach eingesperrt hatte so lange. Für so einen langen Zeitraum. Den Grund kennt doch schon jeder. Das verdient hast. Ja, das auch. Timmy hat das Bündnis gestärkt von allen hier, als er dich eingesperrt hat. Jeder hat dich besucht, Alter. Jeder hat an dich gedacht. Wer hat an Timmy gedacht? Ja. Siehst du? Bam, er hat nur was bewiesen, Alter. Ist so, ey, und du hast nichts gecheckt, Junge. Okay, alles gut, mit euch zu diskutieren oder zu reden macht eh keinen Sinn. Was wollt ihr jetzt von mir? Was soll ich jetzt machen? Wie, das macht keinen Sinn. Ich sag dir ehrlich, ich zeig euch mal ganz kurz was. Vielleicht bringt das was, eure Ideen und eure Vorstellung mal zu erweitern. Vielleicht habt ihr eine Lösung für irgendwas. Ich weiß es nicht. Ja, ich hab eine Lösung. Indem guck mal, bau das mal ab und guck mal, was du dahinter siehst. Man kann's nicht abbauen. Ja, aber guck mal, man kann da kurz, glaube ich, durchluschern. Aber was soll da sein? Doch, da ist was Rotes. Was Rotes? Das geht zu schnell wieder weg. Ich kann's nicht sehen. Ja, da ist irgendwie. Kann man da vielleicht durch die Wand gucken? So sag mal bitte ehrlich, habt ihr irgendeine Information von Tobi bekommen? Weil ich hab eh das Gefühl, der Alpha-Clan oder der Ex-Alpha-Clan, ihr seid ja nicht Alpha-Clan mehr, dass dieser Clan von Tobi irgendwelche Hinweise bekommen hat? Das sagen wir dir nicht. Ich sag mal nur so, Tobi hat nur eins gesagt. Was?
dass der Tobi ist. Ja! Höllenkrieger! Höllenkrieger! So, ab jetzt wird es und ich werde dir sagen, wir werden nicht mehr da in die YouTuber-Insel da hingehen, wo alle sind und so. Yeah. Wir werden uns zurückziehen, okay? Und Billy wacht es uns zu stören. Und dann kriegt ihr nämlich ein richtiges Problem, Alter. Aber ja. Ein hartes Problem, ja? Kriegst du eine Beule? Ich sag's mal so, mit der Alpha Tower. Ja? Willst du das wiederholen, was du damals gemacht hast, die Höllenkrieger im Nether aufbauen oder was? Oh, bitte sag korrekt. Das ist korrekt, aber ich habe eine Frau an meiner Seite. Diesmal bin ich nicht alleine, sondern diesmal herrschen Königin und Könige. Seite? Ja. König und Königin? Ja, verstehst du? Gut? Nein. Ich glaube, dir geht's gar nicht mehr gut. Wir kommen dann einmal in die Woche. Im Schrank. Bro, wir kommen einmal die Woche raus zu den ganzen YouTubern, die da draußen wohnen und fordern die Steuern ein, weil die dafür sorgen, dass alles gut ist. Richtig. Ich denke, dass die Steuern auch automatisch gezahlt werden. Ne? Die Steuern sind 70%. Kommt und sagt 70% Diamanten zahlen. Ja. Dass ich sage, ja, großer Meister Timmy, ich gebe dir meine Netherite. Akzeptiere noch Netherite. Bro, ey, Jungs, willst du noch durch die Nether laufen können? Ich habe keine Lust mit euch zu reden, okay? Aha, ich keine Lust mehr. Probleme. Ich versuche, Leute, dieses Rätsel zu lösen. Das heißt, wir können ihn angreifen. Ja! Ganz einfach, Junge, wenn du keine Lust mehr hast. Ja, komm, du entscheidest das nicht. Dann greifen, wir entscheiden das. Ja, wir können dich gerne angreifen. Du kannst gar nichts machen, Alter. Mal, kein Thema. Ihr habt nichts gecheckt, was im Livestream gesagt wurde. Gar nichts. Ja, doch, im Livestream wurde gesagt, zusammenhalten. Und wenn die Höllenkrieger zusammenhalten, dann passt doch alles. Ja, richtig. Okay, vielleicht der Alpha-Clan, aber was ist mit uns? Was für Alpha-Clan ständig? Guck mal, als ich dir die Chance gegeben, im Livestream hab ich dir die Chance gegeben, zusammenzuhalten und alles beiseite zu tun. Und wer rumgeholt und meinte, nee, ich will das nicht. Und jetzt tust du dich als Helden darstellen und bla bla bla. Und jetzt machst du wieder die gleichen Filme. Bro, du bist keiner besser, Alter. Du bist der Schlimmste von allen auf der YouTuber-Insel. Echt so, Alter. Und die Netherite Guards hatten eigentlich von Anfang an recht. Du warst immer das Unheil und nicht die Netherite Guards. Richtig. Aber ist egal. Ist ach, egal. Ich bin das Unheil oder was? Das Unheil 0. Ja. So wie du stinkst schon, ja? Weißt du warum? Weil du die YouTuber manipulierst und dann gegen ihren Willen einfach ausnutzt. Und das feiere ich gar nicht, ey. Okay, selbst deine Zuschauer tust du auch einfach so mit deinen ganzen Reden und so integrieren, dass sie das gar nicht mehr checken. Aber wenn man das neutral sehen würde, würde jeder normale Mensch checken, dass ich der Gute bin und du der Böse bist. Richtig. Okay, mit anderen Worten, du ziehst alle anderen in den Schmutz, die auf meiner Seite sind. Also jeder Einzelne, der wirklich quasi gleich denken hat wie ich, also meinst ist du irgendwie Klo-Krieger? Ein Buhmann oder was? Meinst du die Toilettenspüler! Meinst du die Lauchbrüder? Zu den Jungs? Meinst du die Lauchkrieger oder wen meinst du noch? Wen gibt's noch alles? Sogar noch. Ja, Bro, das sind doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Richtig. Alles gut. Das eine sind Ballerina-Schuhe und das andere sind Adidas-Schuhe. Beleidigt. Mehr könnt ihr eh nicht. Ihr könnt doch nur beleidigen und provozieren. Bro, wir können dich jetzt töten, wenn du willst. Ja, werd mal nicht so laut, Fritz. Wenn wir Chips machen, dann bist du weg. Ganz einfach. Ja, alles gut, dann mach das doch. Und ich sage dir nur eins, wenn du es wagst, ins Nether zu gehen und uns zu stören, dann Gnade den Höllenkriegern, was dann auf dich zukommt. Ja! Dann wird es keine mehr geben. Komm, schwätz hier nicht rum. Hab lieber immer einen Stack Dias in deiner Tasche. Richtig jetzt, Jo. Merk dir das. Das Wichtigste auf der YouTube-Insel ist hier. Ich weiß genau, was dir wichtig ist, Jo. Und wenn ich will, dann gibt es das nicht mehr. Merkt ihr okay, mach was du für richtig jetzt und jetzt haut ab, ich muss hier ein Rätsel lösen. Mach dein Mikado-Rätsel, wir sehen uns später, Junge. Reicht mir jetzt mit dir, ey. Überanstrengt deine Butterbirne nicht zu stark, Alter. Schau, dass du die richtigen Würfel und Stäbe machst, ja? Ja, Mann. Bis später. Schau mit V, Alter. Ey, ich sag euch ehrlich, den haben wir es gezeigt, Alter. Ja, guck mal, wie der gezittert hat, der Loser. Bro, der hat ja gar keinen Plan, ey. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten anfangen, ins Nether zu gehen, um mal wirklich die ganzen Sachen Realität zu machen, ey. Ja, safe, Alter. Wir müssen auf jeden Fall einen richtigen Palast bauen, sag ich dir ehrlich. Und dann müssen wir einen Thron bauen für mich und für Moni, Alter. Ja! Herrschen, ey. Das wird der größte Palast im ganzen Nether. Und wehe, es läuft jemand ohne einen kompletten Stack Diamantblöcke rum, der nicht zu den Höllenkriegern gehört. Der wird sofort abgezogen. Ja, sobald die uns anschauen, nur wagen anzuschauen, müssen die schon 50 Dias zahlen. Ganz einfach. Ja. Alter. Wir müssen ja denen in die Augen schauen und unsere Augenlichter tun weh, Alter. Weißt richtig, du? Richtig. Bro, wir müssen eigentlich auch Schadensersatz bei den Toilettenkriegern fordern, weil die alles vollgemockert haben. Mit ihren ganzen Dünnpfiff da hinten. Die haben den Alpha Tower auch überhaupt nicht respektiert. Dann haben die da doch so rumgesprengt, Alter. Zeit. Ja. Geht nicht. Und es wird einfach immer noch. Was will er hier?
Was wäre denn jetzt schon wieder, ey? Der wird spionieren, ey. Ey, soll der mal da drin bleiben und versauern, Alter. Ja, aber der Nordwind bringt immer noch diesen Kloduft hier überall her. Deswegen ist der Nether sowieso der beste Ort, Alter. Deswegen, Alter, wir werden uns auf jeden Fall jetzt erstmal ins Nether gehen. Die Frage ist, sollen wir unsere Base über, also da, wo meine alte... Oh, Vorsicht. Alles gut, alles aber gut. Aber eigentlich ist es doch angenehm. Gib mir auch ein bisschen was davon ab. Ich guck mal. Ja. Ich bin ein richtiger Höllenkrieger, Leute. Gib mir was davon ab. Let's go, Höllenkrieger. Höllenkrieger, Höllenkrieger. Let's go, Leute. So, mir tut das nicht weh, ey. Das ist doch hier ein kleines Windchen ist das, weißt du? Ist eigentlich, was verfolgt er uns? Ey! Wer denn? Ich hab Sius Kopf da oben gerade Lushan sehen. Guck, da ist er! Was will er denn? Zisch ab, Mann! Sius, du willst wissen, wie stark ich bin, ne? Willst du wissen, wie stark ich wirklich bin? Okay, ich bin schwach. Okay, ich bin schwach. Du hast doch nur diese Leute, mehr hast du nicht. Ich bin schwach. Nein, Sius hat recht, ich bin schwach. Guck mal, wie er runterschwimmt. Könntest du das auch machen, Alter? Ich glaube nicht. Kannst du das auch, oder? Dritter Handlanger, hä? Wo ist plötzlich euer... Bro, der Typ, der die ganze Zeit baden und zu viel Seife im Auge gemacht? Wo ist Lofty? Der ist nämlich da wieder rein. Keine Ahnung, der ist wahrscheinlich wieder mit ganz viel Seife irgendwo unterwegs. Was laberst du, Alter? Sag uns jetzt sofort, wo Lofty ist, Alter! Alter. Ich kann auch nichts dafür, dass deine Augen so rot sind. Sag mir, wo wenn es hier PvP an wäre, ne? Im Auge. Bro, wenn du nur ein bisschen weiter nach draußen gehen würdest. Hier kann man ja nicht mal kämpfen. Ja, das ist das. Ja, jetzt hast du wieder dicke Hosen an, bloß weil wir uns hier nicht gegen dich verteidigen können, oder was? Komm doch hierher. Nur am Produzieren. Ey, das ist so schlecht von ihm. Oh, das ist so schön, dieses Feuer. Danke, Stu, danke. Was labert ihr da? Er hat keine Bars, ich hab die Bars. Ja! Nur ich hab die Bars. Kiro, komm, dann kämpf mit mir jetzt. Komm. Sollen wir kämpfen, Alter? Trau dich. Kämpf mit ihm. Dann machen wir ein Totem danach vorbei, okay? Ja, komm, trau dich. Ja. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Ah, okay. Komm. Dachte ich mir, Alter. Oha, was machen die da? Höllenkrieger gegen Sue. Höllenkrieger! Chickenkopf, Larry. Bam. Alter, der hackt voll. Guck mal. Bro, er ist schlecht, du kriegst ihn. Ja. Du kriegst ihn. Guck mal, wie er von hinten auf mich rauf geht, der andere. Du kriegst ihn, hä? Ich geh gar nicht rauf. Welcher andere, Junge? Wieder ein 2 gegen 1, denn? Mehr habt ihr nicht drauf. Hä, was meinst du? Keine Ahnung, was du meinst, Junge. Komm. Was ist denn dein Problem, Junge? Reicht mir langsam mit dir. Was es reicht jetzt. Du redest mir zu viel. Die Rüstung ist auch gleich down. Komm weg, hau ab, komm. Weg mit dir, Junge, du Ekliger. Ich mach dich weg, ey. Ja, komm. Wer bist du denn, hä? Hau lieber ab, oh, die Enderperle wieder. als ob ich dich mit dem kämpfen lass, ey. Niemals, Junge. Du bist doch viel mehr wert als der, Alter. Ja, richtig. Wenn, dann kämpfen wir gegen Tobi, Alter. Ey, ohne seine komischen Dorn-Verzauberungen ist er sowieso nichts wert, Alter. Oh, er denkt, er ist krass und so. Soll er machen. Zisch ab, Alter. Ja, zisch lieber ab, Alter. Ich sag dir ehrlich, Bro. Hau lieber ab, ey. Zisch ab, Junge. Wie er da steht. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Renn zu Tobi. Bro, er ist echt mad. Aber wo ist Lofty? Ja, ey? Lofty ist irgendwie verschwunden. Oh, ist er gar nicht mehr hier? Nein. Er ist gar nicht auf dem Server, Alter. Egal, lass uns ins Nether gehen. Ja. Und lass uns mal schauen, wo wir das machen können. Vielleicht hast du auch eine gute Idee, weißt du? Ja, Mann. Über der Decke wäre zwar natürlich fresh, aber dann ist unsere Festung auch wieder komplett offen für alle anderen, weißt du? Ja. So multi-etagenmäßig im Nether drin wäre auch fresh, Alter. Das stimmt, Leute, das stimmt. Oder wir lassen die Community entscheiden. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, die Community entscheiden, das glaube ich. Das wäre, glaube ich, am geilsten. Das ist ja unser Hauptquartier, weißt du? Das ist ja mein Haus so gesehen. Richtig. Und das können wir als Stützpunkt nehmen, so. Ja, von hier aus können wir alle Operationen leiten. Das Ding ist halt, wir können uns nicht hier runterbauen, weil da drunter ist Bedrock, ne? Nein. Da müssen wir das Ding aufbrechen halt. Deswegen müssen wir einfach irgendwo einen Geheimweg hier reinbuddeln, wo niemand weiß. Ja, Mann, du hast. So an der Treppe vorbei mit Kolben oder so, weißt du? Ja, am besten hier irgendwo, weißt du, das werden wir nicht im Video zeigen. Nein, das müssen wir geheim bauen. Ja, vielleicht sagen wir auch was Falsches, Leute, damit ihr das nicht checkt, ob es weitergeht, Alter. Weil es sind auch sehr viele Verräter in den Kommentaren, die dann immer zu den anderen rennen, Alter. Ja, deswegen müssen wir nicht aufpassen. Und dann werden wir eine riesen Festung bauen, das wird richtig OP sein. Ja!
Let's go. Ey, und guck mal, diese ganzen Piglets, die Bodyguards hier von dieser Festung, Mann. Ja. Du hast es echt voll im Griff hier. Natürlich, Junge. Und ich sag dir ehrlich, ich würde sagen, wir fangen heute schon an und vielleicht sehen wir übermorgen oder übermorgen die ersten Resultate. Wer weiß. Boah, das wäre so geil. Das wäre richtig krass. Okay, ich würde sagen, ich fange mal an, ein bisschen Sachen zu farmen. Ich werde den Eingang erstmal machen und dann sehen wir uns später, ja? Ja, Mann, Alter. Oh, wir sind endlich die Höllenkrieger angekommen im Nether. Die Höllenkrieger sind wieder da. Ja! Die Höllenkrieger sind wieder da und werden alles übernehmen, ey. Let's go! Ja! Und ich finde es einfach die größte Ehre, dass ich ein Teil davon sein darf, Timmy. Sag ich dir ganz ehrlich. Das ist das Beste, was passieren konnte. Ja, und die Leute dachten erst, dass ich den Alpha-Clan verlasse, weil ich jetzt gut werden will. Aber nein, ich bin ein Höllenkrieger. Wir sind ja auch die Guten. Aber das checken die Leute nicht. Ja, aber die sagen ja immer, wir sind die Bösen, weißt du, deswegen. Ja, du hast mir nicht mal gratuliert, ey, das geht nicht. Nein, er sagt alles gut zum Geburtstag, wie respektlos, Alter. Ja, Bro, eben, deswegen, Alter. Junge, das ist auch kein Respekt vor Muni haben, sag ich dir ehrlich. Ja, das ist genauso, er tritt sie einfach mit Füßen, Alter. Eben, das meine ich für ein zukünftiger, ey. Gibt's ja nicht, dieser Mann. Quadratkopf hier, Alter. Was fliegt der hier so rum, Alter? Eklig, Junge. Absolut eklig, ey. Mann! Kiro, hau rein. Wir sehen uns, ja? Ja, Mann, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Okay, Leute, Alter, ihr habt es gesehen. Wir werden uns jetzt im Nether auf jeden Fall breit machen. Keinen Bock mehr auf die Leute in der Overworld. Und wir ziehen einfach durch, Alter. Liken, abonnieren und teilen nicht vergessen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge von der YouTube-Insel.